Ja, herzlich willkommen zu einer Folge SnowRunner. So, dann machen wir hier neu. So, wir starten in Michigan. Am Black River. So, man kriegt am Anfang immer so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Tutorial, man kriegt so ein bisschen was erklärt. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Xbox Gamepad. Wobei Lenkrad, glaube ich, auch ganz geil wäre, aber da müsste ich in meinen Simulationssitz sitzen und da habe ich keine Lust drauf. Deshalb sitze ich schön in meinem Gaming-Sessel und ziehe mir das hier rein mit dem Gamepad. Das müsste eigentlich auch gut funktionieren. Schauen wir mal. So. Also, willkommen in Michigan. Vielen Dank für deine Beteiligung an den Bergungs- und Wartungsarbeiten nach der verheerenden Flut. Bei der Reparatur der eingestürzten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. Ja, heiliger Bim-Bam. So, wir brauchen als erstes einen Wachturm, um einen Überblick zu verschaffen. Vermutlich deckt man damit die Karte auf. So, dann müssen wir einen Truck finden, um damit Sachen zu transportieren. Okay, ist auch klar. Und wenn die repariert ist, dann können wir zur Werkstatt. Alles klar, okay. X. So. Das ist unser Moped hier. Unser erster Truck. Als erstes solltest du immer die Umgebung auskundschaften. Drücke, um die Karte zu öffnen. Machen wir das mal. Okay, wie man sieht, sieht man nichts. Wir sehen hier, dass hier direkt ein Wachturm in der Nähe ist. Da würde ich sagen, holen wir den. Sieht man hier irgendwas? Nö, ne? Man sieht nur, dass der da vorne ist. Na, ja, gucken wir. Man sieht schon, Handbremse RB ist gelöst. Motor starten, einmal Gas geben. Alles klar, gibt es bestimmt auch auf Taste. Wir haben 5 Gänge, wir haben einen Low, einen Neutral und Rückwärtsgang. Okay, mehr haben wir nicht. Allrad haben wir noch. Okay. Funktionen. Winde anbringen. Wir haben keine Winde. Anhänger. Ankommen, Motor abstellen, Truck wechseln. Alles klar. Mal wieder. Prost. Alter. Wie ist der Boden schon verändert hier? Guck mal an, ey. Okay. Wir fahren los. Wir haben natürlich hier wieder die ultra schlechtesten Reifen. Heckantrieb ist aktiviert. Hier geht es direkt in Matsch, so wie man es kennt von Mudrunner. Na, ist klar. Ist ja hier Fortsetzung. Spin Tires, erster Teil. Mudrunner, zweiter Teil. Das ist jetzt dritter Teil mit absolut geilem Story-Modus quasi oder Aufträgen. Das war ja am Anfang einfach Holz von A nach B. Bei Mudrunner war es dann ein bisschen besser. Und hier hat man jetzt voll die Aufgaben zu erfüllen. Legen wir mal weiter los hier. Das ist so ein bisschen Tutorial. Man kriegt jetzt hier schon gesagt, beim Fahren in rauen Gelände kannst du in den Lastgang wechseln. Dadurch wirst du zwar langsamer, bleibst aber auch nicht so leicht stecken. Halte LB gedrückt und bewege den rechten Stick nach links, um den Lastgang zu wechseln. Okay, das ist unten diese Schaltung. Wir sollen LB drücken. Okay, dann hebt es das hier schon hervor. Das ist cool gemacht. Ne, nicht RB, LB. Oh, Heinrich. Hat, glaube ich, RB gesagt. Okay. So, wir können Gelände deuten. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen, darunter Straßen, Sand, Schlamm, Tiefenschlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Geländen findest du im Menü. So, wir können jetzt hier außen rum, wir können aber auch einfach doch gerade durch, oder? Knallen einfach mal hier durch. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal. Genau, es ist nicht so tief, machen wir hier mal Allrad an. Ja, gefährlicher Wasserstand, das war schon fast ein Ticken tief hier für den Kollegen.
kannst deine Trucks hier oder in der Nähe eines anderen Fahrzeugs betanken, der Kraftstoff transportieren kann. Auftanken ist kostenlos, ebenso wie Reparaturen. Versuche möglichst oft zu tanken. Okay. Ich sage, tanken wir mal, ne? Du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick auf deine Umgebung zu werfen. Mission: Finde einen Truck, der in der Lage ist, die Reparatur der Brücke für die Reparatur der Brücke benötigt Material zu transportieren. Drücke, um Karte zu öffnen. Die Karte geöffnet. Jeder entdeckte Wachturm enthält weitere Teile der Karte. Der Nebel verdeckt wichtige Objekte wie Missionsziele, Upgrades und Fahrzeuge. So. Platziere durch Drücken von RT Markierungen auf der Karte, um zu deinem Ziel zu gelangen. Du kannst den letzten Wegpunkt mit LT löschen oder die gesamte Route behalten von LT entfernen. Okay. Markiert jetzt deine eigene Route. Okay. Also was man hier schon mal sieht, hier unten steht ein Anhänger. Hier unten ist Sägewerk. Und hier steht ein Truck. Das ist die Tankstelle, die haben wir ja schon entdeckt. So, dann würde ich sagen... hier oben gibt es ein Upgrade. Okay. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal den Truck hier, den Truck. So, jetzt machen wir uns hier so ein paar Pünktchen hin. Ich glaube, das Sägewerk braucht man nicht entdecken. Bitte beachte. Okay. Geiler Truck hier. GMC MH entdeckt. Neuer Bergungspunkt geöffnet. Okay. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Option. Okay, wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Fahrzeugtypen findest du im Menü. Okay, um den Truck zu zeigen, öffne das Menü Funktionen und Truck Wechsel. Truck Wechsel. Zack. Gut, es ist zwar nicht der beste Truck für diesen Job, aber ein Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Kartenmenü. Karte öffnen. Öffne zuerst den Menüpunkt Aufträge. Habe ich. Hier kannst du eine Liste mit den potenziellen Auftraggebern in der Region Michigan einsehen. Sie bieten dir Aufträge an, die mit ihrem Metier zusammenhängen. Lass uns mal sehen, was Steel River Township anzubieten hat. Renovieren der alten Brücke, wer hätte es gedacht? Einige Aufträge sind gesperrt. Lies dir in diesem Fall die Beschreibung des Auftrags durch, um herauszufinden, wie er freigeschaltet werden kann. Lass uns den Auftrag Renovierung der alten Brücke anschauen. Okay. Um diesen Auftrag zu erfüllen, musst du zwei Missionen in der vorgegebenen Reihenfolge abschließen. Nimm den Auftrag mit an. Das da. Zack, habe ich. Zusätzliche Markierungen sind aufgetaucht, die in der Stadt verweist auf das Lagerhaus, also mit dem Symbol, okay, wo du die angeforderte Fracht einsammeln sollst. Die Markierung unweit der kaputten Brücke weist auf den Zielstandort. Lass uns einen Blick auf das städtische Lager werfen. Nee, nichts mehr starten. Offen.
Achso, okay. Das ist ja nicht weit hier von da unten. Okay. Dann würde ich sagen, Rabatteurbrücke. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu operieren. Natürlich sind wir bereit. Wir sind vorher bereit. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann 2 Frachtslots transportieren. Mission: Finde die Materialien, die für die Reparatur der Brücke benötigt werden, und liefert sie ins Baustelle. Ja, wir wissen doch, wo das zu liefern ist. Achso, warte mal. Ich glaube, ich habe den Motor nicht ausgemacht. So, los geht's. Oh, okay, der hat schon mal keinen Allort. Wir brauchen ja noch einen Stahlträger, das heißt, wir müssten eigentlich mit der Ladefläche des Trucks rauskommen. Zielung. Ah ja, dann kommen wir vorne rückwärts dran. Ist der Ohrenanhänger? Scheint so, ne? Ja. Frachtverwaltung. Ne Truck. Stahlträger. Ne, machen wir hier. Achso, hier. Ausgewählte Fracht kann auf unterschiedliche Art und Weise verladen werden. Automatische Verladung bietet die einfachste und schnellste Möglichkeit, Fracht ohne den Einsatz eines Krans aufzuladen. Okay, vermutlich kann man dann. Okay, aber da braucht man einen Kran dafür. Peng. Achso, eh schon. Ich hätte doch einen Anhänger, ich brauche nur noch einen Stahlträger. Das müsste doch eigentlich reichen. Oder? Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz die Karte öffnen. Okay, wir müssen einfach nur die Straße runterballern. Okay, dann machen wir mal einen Punkt. Und noch einen Punkt. Das reicht eigentlich. Ach du Scheiße. Guck dir das an. Ach du Scheiße, guck mal, wie hart eigentlich. Ist ja krass. Schaden am Fahrzeug. Du hast deinen Truck beschädigt. Öffne das Funktionsmenü, um weitere Informationen zu den beschädigten Teilen zu erhalten. Achso, halt, schließen. So, ist mir klar, das Ding hier weg. Es ist, glaube ich, einfacher, wieder außenrum durch den Matsch zu eiern. Ach, dein Ernst jetzt hier? Geh doch weg. Holy crap! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, das geht jetzt in die Hose.
Jo! Coole Sache. So. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weiteres Material zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk auf dich. Mache ihren Standort auf der Karte ausfindig, erkunde mögliche Routen. Da wird auf jeden Fall wird schon der Auflieger angezeigt. Naja, wir fahren hier lang, oder? Reparieren können wir ja noch nicht, weil die Werkstatt ja auf der anderen Seite der Brücke ist. Ja. Oh. Okay, ja, halt den Boden runter. Ich hoffe, das geht nicht mehr. Aber wird schon. Oh, das ist auf jeden Fall die Brücke. Das Sägewerk scheint der ideale Ort zu sein, um die Holzplanken zu beschaffen. Worauf wartest du dann? Du Lümmel, wir müssen ja erst mal hier den Anhänger holen. Oder hätte ich auch mal erfunden schon? Oh. Nee, passt. Nein, ganz gut. Oh, läuft. Sehr schön. Kann ich lesen, wurde auch schön. Nö. Solltest du stecken bleiben, kannst du dich mit deiner Winde herausziehen. Dazu musst du einen geeigneten Gegenstand finden, um sich daran zu befestigen. Aktiviere die Funktion im Menü, aber da kann man Winde ja dran, oder? Und Ziehung. Tja. Hier gibt es keinen eigenen Ort. Deine Winde muss an einem stabilen Objekt befestigt werden. Wähle einen Windenpunkt an deinem Fahrzeug und einen Windenpunkt an einem Objekt in deiner Umgebung, um sie zu befestigen. 12 seconds later. Geht schon vor. 3 hours later. Zweitausend Jahre später.
tatsächlich geschafft hier fast, um den zweiten Wachturm zu entdecken. Yeah! Und mit diesem Bildchen verabschiede ich mich in die nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao!